Komm, sag deine ehrliche Meinung. Ich find's nicht schlecht. Servus Leute, ich bin's Kanotano und heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch vor. Wir haben hier gesehen, dass bei euch diese Japan-Nudeln sehr gut angekommen sind und wir wollen gleich weitermachen, indem wir ein weiteres asiatisches Gericht probieren. Ich blende euch das Gericht wieder mal hier irgendwo ein. Das Gericht hat ungefähr 8 Millionen Klicks und heißt Cheeseburger-Bomben. Ich bin schon gespannt, wie das schmecken wird. Das letzte Mal mit den asiatischen Geschmäckern war ja nichts für uns. Wir wollen es nochmal probieren und werden heute euch die Cheeseburger-Bomben machen. Ich habe Hunger, es ist Mittagszeit. Komm Baby, lass uns mal reinschauen, was alles reinkommt. Wir tun jetzt einfach unser Mehl in unsere Schüssel rein. Dann werden wir die anderen trockenen Komponenten dazugeben. Da hätten wir nochmal das Zucker, die Hefe und den Salz. Bevor wir jetzt noch die Flüssigkeit dazugeben, werden wir es einmal ummischen. Und danach können wir schon gleich unsere lauwarme Milch dazugeben. Und für den Geschmack natürlich niemals vergessen Butter. So, Dele, das war's eigentlich. Wir tun das jetzt einfach mal hier in unsere Teigmaschine rein. Wir lassen das jetzt für ganze 10 Minuten umrühren und danach werden wir das Ergebnis gleich sehen. Bin auch gespannt, wie das aussehen wird. So, meine Lieben, die 10 Minuten sind jetzt um. Wir schauen jetzt einmal, wie der Teig aussieht. Magst du rüberkommen, Schatz? Oh, der ist sehr weich, der Teig. Oh, aber passt, der klebt nur ein bisschen an den Fingern. Wir holen jetzt einmal den Teig raus. Aber vielleicht soll er auch ganz genau sein. So, Dele, Leute, wir... Nee, der ist zu weich. So, Leute, erste Abweichung vom Rezept. Der Teig ist einfach zu weich. Wir müssen auf jeden Fall mehr Mehl drauf tun. So, Leute, erste Lektion im Leben. Nehmt keine Internetrezepte. Bei uns wird Live-Cooking gemacht. Wir tun jetzt ein bisschen mehr Mehl drauf. Das sind ungefähr nochmal, ich würde sagen, so 10 Gramm Mehl. Und wir machen es jetzt mal mit der Hand fertig. So, meine Freunde, nachdem wir hier ein bisschen mehr Mehl dazu gegeben haben, wir hauen das jetzt nochmal ein bisschen hier so zack, zack, zack. So, meine Freunde, wir formen jetzt eine schöne Kugelform. Oh, meine Hände riechen so richtig schön nach Butter. Ich könnte meine Finger ablecken. So, das sieht doch mal nach einer schönen Kugel aus, oder? Was meinst du, Bela? Ja. Die tun wir jetzt hier einfach mal nochmal rein. So, Leute, wir werden da jetzt einmal die Folie draufsetzen und werden das einfach mal abstellen, eine halbe Stunde lang, bis sich die Kugel nicht mehr kugelig anfühlt, sondern ein bisschen mehr aufgeht, dass wir mehr Volumen haben. Währenddessen werden wir uns die Hackfleischfüllung anschauen. Kommt mit, Leute. Wir haben jetzt etwas Sonnenblumenöl in einer Pfanne erhitzt und werden jetzt, wie nach dem Rezept, erstmal unser Knoblauch und Zwiebel anrösten. Bisschen Schaum muss sein. So, nachdem unsere Zwiebeln etwas glasiger sind, werden wir unser Hackfleisch dazugeben. Und werden es einmal schön durchmischen. So, wenn das Hackfleisch etwas Farbe gewonnen hat, werden wir unsere Gewürze dazu tun. Unser Salz und Pfeffer und ein Esslöffel Sojasauce. Hier, das waren ein Esslöffel. Unser Hackfleisch ist jetzt fertig. Also ich muss auch ehrlich zugeben, das riecht sehr asiatisch gerade. Magst du einmal von der Nähe zeigen, Bibi? Und jetzt, während wir warten, machen wir uns unsere Soße. Leute, es ist eine ganz normale Big Mac Soße. Wie gesagt, wir haben die drei Komponenten. Wir mischen das jetzt einfach mal alles schön ordentlich durch. Und schwupps, ist unsere Big Mac Soße auch fertig. So Leute, wir tun unsere Big Mac Soße nochmal in den Kühlschrank. Das Hackfleisch lassen wir abkühlen. In ungefähr 15 Minuten ist unser Teig bereit. Und dann werden wir das Ergebnis mal sehen. So, meine Lieben, wir haben jetzt eine Stunde gewartet und ich bin gespannt, wie der Teig jetzt auch aussieht. Wollen wir mal reinschauen? Ja, der wurde jetzt ein bisschen größer. Also in der Beschreibung stand drinnen 2 bis 3 Mal größer. Aber das wird schon jetzt passen. Ich nehme es einmal raus. Magst du es zeigen, Baby? Oh, der sieht, oh, der riecht auch so schön. Der riecht so richtig schön butterig, Baby. Ja, das riecht echt gut. Oh, der ist auch so weich. So, Leute, wir werden es jetzt einmal portionieren. Wir brauchen 6 Stücke. So, wir haben jetzt 6 gleich große Kügelchen. Wir nehmen uns jetzt mal einfach mal eins. Die werden wir jetzt einmal ausrollen. Wir haben jetzt auch eine ganz neue Küchenrolle. Und jetzt werden wir unsere Mini-Burger einmal belegen. Dazu brauchen wir erstmal das Hackfleisch. Ich mache es lieber mit der Hand, Leute.
Mit der Hand kann man alles besser koordinieren. Tut am besten nicht so viel rein, weil wir müssen es ja auch irgendwie zukriegen. Dann würde ich einfach mal 2, 3 Cornichons reintun. So. Dann nochmal ein bisschen Tomate. Und jetzt brauchen wir nur noch die Soße. Die Big Mac Soße. Da geben wir auch einen Klacks dazu. Leute, ihr kennt mich, ich mache immer zu viel und dann sieht es am Ende nicht schön aus. Ich mache es jetzt mal ein bisschen kleiner. Und jetzt... jetzt haben wir die Käse vergessen. Scheiße. Leute, die Teile heißen ja auch Cheese Bombs. Da nehme ich mir auch mal so ein kleines Stückchen und tue das oben als Krönung drauf. Jetzt falte ich das alles zusammen einmal. So, und nachdem es einmal zu ist, werde ich es einmal umdrehen und werde es schön als Kreis formen. So, wir haben unseren ersten und wir holen uns schon mal den nächsten. Der wird vielleicht noch schöner sein. So, meine Lieben, unsere Babys sind fast soweit. Wir brauchen jetzt nur noch das Eigelb. Dazu einfach ein Ei aufschlagen. Upsala. Und dann, wir brauchen hier nur das Eigelb. Wir werden das Eigelb einmal aufschlagen. Wir streichen jetzt alle einzeln an. Magst du bitte ein bisschen von der Nähe zeigen, so viel, damit wir so ein bisschen eine Momentaufnahme haben, Baby? So, Dele. So, eins nach dem anderen wird bestrichen. Jetzt kommt was Optionales. Wir haben es zufällig zu Hause. Ihr könnt ein bisschen Sesam drauf tun, damit es so richtig wie ein Burger am Ende aussieht. Wir werden das jetzt einmal nochmal für 10 Minuten ruhen lassen, damit sich die Teiglinge so richtig schön formen und bilden können. Währenddessen werden wir unseren Ofen aufheizen, 180 Grad Umluft, und danach werden wir die Babys in den Ofen reinschieben. Bis gleich. Jetzt sind die 15 Minuten um. Unser Ofen ist warm genug. Wir tun die jetzt mal in den Ofen rein. So, dann. Und wie gesagt, bei 180 Grad sollen die jetzt erstmal für 15 Minuten so richtig schön aufgehen. Hätte ich gewusst, dass sie so lecker aussehen, hätte ich ein bisschen mehr gemacht. Aber ich bin gespannt, wie das am Ende schmecken wird. Bis gleich. So, das sieht jetzt nach 10 Minuten so aus. Die gehen so richtig schön auf. Und wie ihr seht, hier, wir haben auch noch einen Kandidaten. Jimbo, hör auf jetzt, die Kamera zu lecken. Sitz. Es gibt gleich was, okay? Ja. Die 16 Minuten sind jetzt um. Ich bin gespannt, wie unsere Babys aussehen. Kommst du mal mit, Baby? Das war krass. So, Leute, wie ihr seht, sehen die eigentlich ganz gut aus. Oh mein Gott, wie weich die sind. Oh mein Gott. Seht ihr das, Leute? Oh mein Gott. So, Leute, wir werden das jetzt einmal portionieren, auf einen Teller drauf tun. Und dann gleich für euch testen. Ich bin gespannt, wir sehen uns gleich auf dem Balkon. Mir läuft schon die Spucke im Mund zusammen. Bis gleich. So, meine Lieben, wir sind endlich fertig. Ich bin gespannt, wie das schmecken wird. Mir läuft schon die Spucke im Mund zusammen. Hab wirklich Hunger. Magst du mal wieder von der Nähe zeigen, Bibi? Ich möchte was demonstrieren. Man sieht, schau mal, man hört das sogar. Hörst du das? Ja. Das ist so weich. Die sind so weich. Ganz genau, den werde ich auch jetzt essen. So, Leute, so sieht ein japanischer Burger oder sowas aus. Ich probiere jetzt mal für euch. Also, wenn ich ehrlich bin, das schmeckt schon ein bisschen japanisch. Das schmeckt so wirklich nach Sojasauce. Ich probiere mal noch einen. Also, ich möchte jetzt nicht Vorurteile haben. Ich muss leider zugeben, Leute, wir haben hier 1:1 nach dem Rezept gekocht. Es schmeckt einfach für mich zu stark nach Knoblauch. Und diese Sojasauce mit dem Knoblauch zusammen, das hat diesen typisch asiatischen Geschmack. Als würde ich jetzt gerade so gebratene Nudeln essen. Und das schmeckt mir gar nicht. Baby, magst du auch einmal probieren? Ja. Magst du ein neues reinbeißen oder ein neues? Nee, gib mir ein offenes. Okay, dann beiß ich einmal so richtig schön rein. So, beiß rein, komm. Aber sonst sieht es super aus, irgendwie.
oder? Mhm. Komm, sag deine ehrliche Meinung. Ich find's nicht schlecht. Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu heiß. Deswegen schmecke ich nicht viel raus. Also es ist... Es hat nicht viel Hackfleischgeschmack. Mhm. Die Soße ist gut, weil die so voll übertönt. Mhm. Oh. Oh, wie ich bin. Oh. Oh, voll ich heiß, Mann. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht entscheiden, ob das jetzt gut schmeckt oder schlecht schmeckt. Man kann es irgendwie essen. Also ich muss ehrlich zugeben, ich hätte einfach die Sojasauce rausgelassen. Aber dann würde es auch so wie ein türkischer Poğaça schmecken. Wenn ich ehrlich bin, sieht auch so ein bisschen so aus. Aber Leute, ich würde es auf jeden Fall euch empfehlen, den Teig nachzumachen, weil der sieht echt super aus. Und mit der Käse hier drinnen. Sieht auch geil aus. Und jetzt bekommt Jimbo noch ein Stück, weil er so brav war. Komm, heute bekommt Jimbo was Größeres. So Leute, Resümee für den Tag. Es war ein gutes Rezept. Es ist Geschmackssache. Ich würde nicht mehr wieder Sojasauce reintun. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Video für euch zu produzieren. Wir werden das wahrscheinlich zu Ende essen, oder? Ja, kann man schon essen. Ja. Nicht so wie letztes Mal bei dem Dildo-Geschmack. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch ein Like und abonniert unseren Kanal. Das würde uns sehr bestärken, weiterzumachen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich bis aufs nächste Mal. Wenn ihr Ideen habt, was wir als nächstes kochen können, schreibt es uns bitte in die Kommentare. Bis bald, Leute. 3, 2, 1, Cut.